Willkommen zu einem neuen Essenstest-Video. Heute habe ich die Königsberger Klopse mit Kartoffeln in cremiger Kapernsoße im Test von Rewe Beste Wahl. Die hatte ich selber auch noch nie und ich hatte immer nur aus TK oder halt selber gemacht. Selber gemacht schmeckt halt am besten, ist ja ganz klar. Die Dose, oh. Wie riecht man an der Dose? Also das riecht irgendwie nicht nach Königsberger Klopse, so wie es nach Königsberger Klopse riechen sollte. Es riecht irgendwie künstlich. Keine Ahnung, was die da verwendet haben, aber ich wollte euch eigentlich die Zutaten ersparen, weil man weiß ja, wie man Königsberger Klopse macht. Hack, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Klößchenform und dann in Brühe kochen und dann halt eine helle Mehlschwitze machen und dann mit der Brühe aufgießen und dann Kapern rein und ein Ei mit Sahne vermischen und fertig ist dann die Königsberger Klopse. Also Schweinefleisch wurde hier verwendet. Okay. So, wie man vielleicht schon im Video sehen kann, sehen die ziemlich rosa aus. Das habe ich schon fotografiert, aber Fotos kann man ja bei YouTube nicht hochladen. Das sah sehr, 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 sehr rosa aus, das Hack. Und ja, und da sind Kartoffelstückchen drin, wie man sieht. Die Soße ist mir leider ein bisschen geronnen, weil das Ganze hat wirklich richtig heftig gekocht. Und man sollte das ja nur erwärmen, aber mein Herd ist irgendwie bescheuert. Naja, genug gelabert, wir labern schon 2 Minuten. Ich vermisse hier in der Soße die Kapern, falls man das sehen kann. Ja. Also wie man sieht hier, das Hack ist ziemlich rosa. Wir schneiden mal so ein Klöpschen an. Und kann man das sehen im Video? Es ist richtig rosa. Nehme mal einen Löffel weg. Aber es sieht saftig aus. Vielleicht kann man das im Video sehen. Es glänzt auf jeden Fall und es tropft auch vielleicht Wasser raus, würde ich sagen. Kein Fleischsaft oder beides. Man weiß es nicht. Bei dem Zeug weiß man ja nicht, was da so verwendet wurde. Ja. Also, an der Dose haben wir gerochen, jetzt mal schnell am Teller. Ja, also, das riecht einfach nur minderwertig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mega Hunger und wir testen jetzt mal die Königsberger Klopse aus der Dose. So, Mahlzeit. Ich habe da auch noch Salz vorher dran gemacht. Das Hack, das schmeckt genauso grauenvoll wie von den Kohlrouladen aus der Dose. Die pikanten, die ich auch schon zweimal getestet habe, die Pader aber für gut befunden hat. Ja, die Soße, da fehlt es eindeutig an Salz. Die Kapern fehlen, die Säure fehlt. Die Sahne fehlt, die Kartoffeln. Schmeckt nach Kartoffeln, aber das Hack. Also das, wenn das Schweinehack sein soll, ich weiß nicht, was die da in der Industrie verwenden. Ich sag mal so, der Hunger treibt's rein. So, jetzt schauen wir uns mal hier den zweiten Knödel an. Auch hier sieht man wieder. Ich hole das mal ein bisschen näher. Das Hack ist einfach nur rosa. Wenn man das hier sehen kann, da sind wahrscheinlich noch Zwiebelstückchen drin. Also wenn die da Zwiebel verwendet haben, dann ist das okay. Aber das Hack.
Schmeckt einfach nur ekelhaft. Naja, wie gesagt, der Hunger treibt's rein. Man musste ja irgendwas essen. Ich finde, von den Königsberger Klopse mit Kartoffeln, die Kartoffeln am besten. ja, das Hack ist einfach nur ekelhaft, minderwertig. Also, die beste Wahl von Rewe ist das nicht. Das kann ich euch leider nicht empfehlen. Danke fürs Zusehen.